Die Manie kann wirken wie ein Drogenrausch. Eine Depression geht ja erst einmal einher mit einem Freudverlust, einem Interessenverlust. Man hat eine niedergedrückte Stimmung, man merkt vielleicht eine Konzentrationsminderung, Ein- und Durchschlafstörungen, Grübeln, Schuldgefühle. Es kann einhergehen mit lebensmüden Gedanken und einem verminderten Selbstwert. Und diese Erkrankung kommt im Rahmen der bipolaren Störung vor, wenn zusätzlich noch Manien auftreten. In der unipolaren Depression gibt es nur die Depression. Eine Manie geht einher mit einer euphorischen, explosiven Stimmung. Es kann allerdings auch umswitchen in eine gereizte Stimmung. Und gleichzeitig gibt es noch Symptome wie eine gesteigerte Aktivität, ein extrem vermindertes Schlafbedürfnis. Die PatientInnen sind sozial enthemmter, haben Gedankenrasen, reden schneller, haben eine erhöhte Ablenkbarkeit. Das heißt, es fällt ihnen schwer, sich zu konzentrieren. Und es können auch psychotische Symptome auftreten. Das ist letztlich so wie ein Drogenrauschen ohne Drogen. Die Therapie der bipolaren Störung setzt sich aus verschiedenen Säulen zusammen. Da ist natürlich einmal die Psychotherapie zu erwähnen, zusammen mit ergänzenden Therapieverfahren wie die Musiktherapie, die Kunsttherapie, Ernährungstherapie, Sport- oder Körpertherapie. Ganz wichtig ist auch die Soziotherapie. Dann eine weitere Säule ist die medikamentöse Therapie. Die setzt sich zusammen aus zum Beispiel Stimmungsstabilisierern. Da ist das Lithium sehr bekannt, aus Antipsychotikern. Es kann Antidepressiva eingesetzt werden oder vielleicht auch Benzodiazepine. Weiterhin wichtig ist die Selbsthilfe und auch der Einbezug von Angehörigen.